that unique beauty. Your blue eyes spread. There is more than just blue and brown. There's a sparkle of gold. Spring it all around. On field of joy is the bloom. I mean, there is the yellow, the brown is the green. Yeah, there is a sunflower in your eyes, standing right in front of a clear blue sky. You are a sunflower on my mind, and I feel your heart and soul of a sunflower kind. Sunflowers I can recommend to everybody who likes beauty and who loves life and the things he does, 'cause they're from where the bumblebees are buzz. Under your eyebrows, right above your cheeks, there are the colors every painter sees. Yeah, there is a sunflower in your eyes, standing right in front of a clear blue sky. You are a sunflower on my mind, and I feel your heart and soul. Sunflower-Zeit war echt unglaublich. 2020 war auch unglaublich. Aber wir freuen uns jetzt auf die Zukunft. Wir wissen noch nicht, was passiert. Wir wissen noch nicht, was mit unserer Band passiert und was musikalisch passiert. Aber wir wissen, dass wir weitermachen werden. Und ich bin unglaublich gespannt, was passiert. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. 2020 war nochmal richtig Sunflower-Ära. 2019 ist Sunflower rausgekommen. Diese Sunflower-Ära ist jetzt für mich ein Stück weit vorbei. Jetzt kommt was Neues. Ich möchte neue Sachen ausprobieren. Ich bin froh, dass ihr alle dabei seid. Hammer. Ich habe coole Sachen vor in 2021. Viele Kooperationen mit neuen Künstlern. Und kann es kaum erwarten. Ich bin meiner Band unglaublich dankbar. Leute, ich liebe euch. Lissy, Farina, Chato, Fred, Benny. Wir haben Unglaubliches gemacht. Und auch in 2020 haben wir echt gerockt. Es ist unglaublich, was wir geschafft haben. Und ich danke euch für alles, was wir zusammen gemacht haben. Wir werden jetzt sehen, was sich gut anfühlt. Wer dabei ist, wer bei welcher Sache dabei ist, wer wann dabei ist. Ich bin da total offen. Aber ich will nur sagen, ich liebe euch und ich danke euch für das, was wir schon gemacht haben. Auf ganz besondere Art und Weise danke ich meinem Kernteam, Moritz, unserem neuen Manager. Mo, du bist der Hammer. Danke, dass du mich so gechallenged hast, sonst hätte ich dieses Jahr nicht so viel geschafft. Und Annie, ich bin froh, dass wir Musik machen. Du bist wie ein Bruder für mich. Wir haben schon so viel gemacht und ich freue mich einfach auf alles, was jetzt kommt. Hole mich immer wieder aus der Comfortzone, prügel mich da raus, von den Drums aus.
Ich bin froh, dass es dich gibt. Aber das Allerwichtigste, das seid ihr, unser Publikum. Und ich danke euch auch, dass ihr uns dieses Jahr so unterstützt habt. Das habt ihr wirklich. Und es war schön zu sehen, dass wir euch zwischendurch was Gutes tun konnten mit unserer Musik. Und bitte bleibt bei uns, folgt uns, unterstützt uns und vor allem sagt uns, was wir für euch tun können. Wir machen Musik für euch. Klar, das ist unsere Leidenschaft, aber am Ende, ich mache Musik für euch, ich schreibe Songs für euch. Also schreibt mir Kommentare, schreibt mir, wo ich spielen kann, was ihr euch für Songs wünscht, was für Themen und ich werde das tun. Ich danke euch und ich wünsche uns allen ein gutes Jahr 2021.